Niantic hat endlich den nächsten Feldforschungsdurchbruch angekündigt, nämlich Shinux mit extra Shinux-Bonbons. Rampenlichtstunden für den Mai, erstmal keine neue Team Go Rocket-Forschung, schlechte Neuigkeiten für Season 2, der Start wurde verschoben und mehr, damit geht's weiter mit dem wenig Pokémon Go. Momentan im Raid Darkrai in Shiny möglich. Ich habe gestern einen Fernraid gemacht, den werde ich hier dran schneiden, gemeinsam mit Cliff, war bei mir zu Hause. Momentan ist leider noch kein neuer Termin bekannt, aber es sind wohl kurz vor knapp noch irgendwelche Fehler aufgetaucht und Niantic muss die Season 2 verschieben. Wer sich also heute um 22 Uhr schon auf eine Top-Lade-TM gefreut hat, vermutlich wird das noch dauern. Schauen wir einfach mal. Echt ungünstiges Timing. Ich meine ja, wenn der Fehler gefunden wurde, wichtig den vorher zu beheben. Jedoch gab es gestern diese riesige Season 2 Ankündigung, wie auch immer. Das mal dazu. Dann neuer Feldforschungsdurchbruch für den Mai. 1. Mai, 22 Uhr, da geht es los, bis zum 1. Juni, 22 Uhr. Je nachdem, wann man die Feldforschungsdurchbruch-Box antippt, das entscheidet, welches Pokémon man erhält, egal wann man die Begegnung beginnt. Man darf die Box nicht davor oder nicht danach antippen, je nachdem, was man haben möchte. Shinux, fehlt bestimmt noch viel in Shiny. Mir zum Beispiel gab es aber schon häufig aus Eiern, aus Raids. Ja, wie auch immer, wird gemeinsam mit extra Bonbons verfügbar sein. Leider wieder kein legendäres Pokémon, aber die haben wir dann zum Glück bei den Nostalgie-Herausforderungen. Für die erste gibt es Mewtwo am Ende. Dann hat Niantic auch Rampenlichtstunden angekündigt. Jeden Dienstag 18 bis 19 Uhr wird eine Rampenlichtstunde stattfinden. Am 5. Mai ist es Mushas gemeinsam mit dem doppelten Fangsternenstaub. Dann am 12. Mai Sonnkern mit dem doppelten Fang-EP. Am 19. Mai Fifian mit dem doppelten Fang-Bonbons. Und am 26. Mai Bronzel mit den doppelten Bonbons für das Verschicken von Pokémon. Wer also jetzt zum Beispiel Part Arcry Raids macht, nicht sofort verschicken die schlechten, sondern dann erst am 26. Mai zwischen 18 und 19 Uhr. Ich habe auch die schillernden Varianten hier eingeblendet, denn alle vier davon können shiny sein. Diese Stunden sind nicht wie Community Days so von der Shiny-Rate her üblicherweise, außer Niantic ändert da was. Wenn mich jedoch nicht alles täuscht, dürfte Bronzel eine erhöhte Chance haben, momentan im Spiel, so ganz gehabt, wie zum Beispiel auch Onix oder Sichlor. Die etwas selteneren Pokémon haben nicht diese ganz schlechte Shiny-Chance. Also schauen wir mal, was das so wird. Ich werde die Stunden definitiv wieder zocken, die sind ganz angenehm, mit einem Rauch und ab geht die Post. Weiters hat Niantic erstmal einen Giovanni-Spezialforschungsstopp bis September verhängt. Zwischen Mai und September gibt es daher keine neue Team Go Rocket Spezialforschung. Dann zu den täglichen Bonusfeldforschungen. Da haben nun manche Leute schon getestet auch, was passiert, wenn man freie Plätze hat, aber die Feldforschung von gestern nicht abschließt. Und offenbar, tut mir leid, das habe ich falsch verstanden aus dem Ankündigungstext, man kann eine zweite bekommen, ohne die vorherige abgeschlossen zu haben, aber nur wenn man freie Questplätze hat. Sind alle drei voll, bekommt man eben den vierten Slot. Jetzt wäre noch interessant zu wissen, wenn man drei von diesen grün umrandeten täglichen Feldforschungen hat, bekommt man dann auch eine vierte? Das wäre definitiv noch interessant zu wissen. Für den zweiten Tag habe ich bekommen, führe ein Power-Up durch für drei Hyperbälle. Ich habe es schon fast befürchtet. Bei der ersten täglichen Quest geben sie einen Rauch her und dann, ich meine ja, es geht im Grunde um den Stempel vorrangig, dass Leute den täglichen Stempel holen können, auch ohne Pokestop im Dorf, in der Nähe oder wenn man nicht rausgeht. Dann eine weitere Sache, vor ein oder zwei Tagen hat Niantic aus Versehen einen Tweet veröffentlicht mit einem Bild von Illumise und Volbeat und es stand im Text sowas wie, oh, diese beiden Pokémon haben nun die Region getauscht. Aber das hat Niantic dann kurzerhand wieder gelöscht. Und hier die Bestätigung von Niantic. Da habe ich die Information, die sind noch immer in ihrer ursprünglichen Region. Also bei uns Volbeat und nicht Illumise. Obwohl das in dieser Nachricht angekündigt wurde. War vielleicht geplant, jedoch
jetzt wird es mal nicht passieren. Dann hat nun schon die Kanto-Herausforderung und das Event dazu begonnen, ab 13 Uhr, eine Woche lang. Und danach geht's direkt mit Generation 2 weiter. Man hat nur diese Woche Zeit, um die Herausforderung abzuschließen. Danach gibt es Mewtwo mit Psychostoß und der Möglichkeit auf dem Shiny. Wir haben jetzt auch schon Bilder von dem Hut Pikachu. Kann Shiny sein, kann man nicht entwickeln. Und leider ist Niantic bei der Shiny-Variante eine echt geniale Gelegenheit entgangen. Und zwar ist der Hut in der Shiny-Variante nicht Shiny. Das wäre echt genial gewesen, wenn das Shiny Pikachu dann auch die Shiny-Version des Hutes tragen würde. Tut es aber leider nicht. Genau, andere Feldforschungen haben wir. Beziehungsweise fangen wir mal mit den Raids an. Die sind nicht sonderlich spektakulär, würde ich sagen. Alle hier aus der ersten Generation. Die Grafik von Pokéfans hier. Raid-Boss-Übersicht eine Woche lang. Die Feldforschungen sind aber witzig und Leute, die den Anime gesehen haben, werden hier einige Pokémon wiedererkennen, einige Parallelen feststellen können. So kleine Easter Eggs wie zum Beispiel, fange 7 Pokémon, gibt ein Krabby. Wenn wir hier zum Beispiel PokéWiki aufschlagen, die Seite Ashs Kingler, steht hier dran, Ash fängt auf seinem Weg nach Orania City eine Menge Pokémon. Als er mit seinen Freunden an einem Strand vorbeikommt, begegnet ihm ein Krabby. Aha. Er versucht es zu fangen und das klappt direkt beim ersten Versuch. Doch plötzlich verschwindet der Pokéball. Misty erklärt ihm, dass Krabby sein 7. Pokémon sei, er aber nur 6 in seinem Team mitführen darf. Und ja, dann das Slimog. Man muss mit seinem Kumpel spielen, dann bekommt man eines. Das Slimog von Ash hat immer jeden umarmt. Wirklich witzig, wie ich finde. Das zieht sich komplett durch die Herausforderung, dann durch diese Feldforschungen. Da hat sich jemand was dabei gedacht. Viel Spaß mit den Feldforschungen. Und dann am Ende schauen wir uns mal mein Mewtwo an, irgendwann in den nächsten Tagen. Ja, das mit der Season 2, muss ich sagen, finde ich echt schade. Ich habe mich schon ein bisschen gefreut, jetzt hier endlich wieder von Null beginnen, komplett durchstarten und das Abenteuer auf Rang 10. Und außerdem weiß ich, dass sich einige Leute schon auf ihre Top-Lade-TM gefreut haben, die sich die Box nicht gekauft haben beim Abra Community Day. Die wollten schon Attacken ausprobieren in der Go-Kampf-Liga, vielleicht sogar manche auch im Raid. Und ich befürchte, die wird man erst bekommen, sobald Season 2 auch startet. Das ist eben so eine Belohnung am Ende. Ursprünglich hätte das Troy-Kostüm, welches ich aktuell trage, auch erst am Ende verfügbar sein sollen. Dann hat das Niantic zwischenzeitlich schon veröffentlicht für alle, die Rang 10 erreicht haben. Eventuell liegt es irgendwie daran, dass Niantic mit der Season-Belohnung Probleme hat, weil das wäre fatal. Die können die neue Season nicht starten, jedem vorher die Top-TM und so weiter versprechen, aber durch einen Fehler bekommt das dann niemand. Oder sie haben irgendetwas mit der Punkteberechnung für die neue Season noch nicht ganz fertig und da gibt es fatale Fehler. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass es wegen Lags oder Netzwerkproblemen oder so ist und sich verzögert, weil die gibt es ja schon seit Wochen und auch die erste Season hat damit stattgefunden. Ich hoffe wirklich, ich meine, wer weiß, vielleicht schaffen sie es sogar noch, den Fehler auszumerzen und komplett im Zeitplan zu bleiben. Aber gut, schauen wir mal, ich werde vielleicht diesmal nicht den Fehler machen und sofort um 22 Uhr oder wann es auch immer dann losgeht, an welchem Tag reinschauen, weil das hat mich meine Statistik gekostet, weil es am Anfang bei Season 1 so einen Fehler gab. Bei mir steht jetzt nicht unten vorherige Season 3500 Punkte oder so, was ich schade finde, was soll's. Aber für dieses Video war es mal. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Es geht einfach beim nächsten Mal weiter.